Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Avorion. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, in der letzten Folge waren wir einigermaßen fleißig am Kämpfen und am Abbauen, haben tolle Sachen gesammelt und immer mehr Masse produziert, oder besser gesagt Rechenleistung. Und ja, da wollen wir doch mal gucken, was wir hier noch reißen können, ne? Ja, es kommt ab und zu leider nicht regelmäßig die Folgen. Ich habe mich wieder übernommen mit meinen Projekten und muss auch gleichzeitig natürlich noch arbeiten gehen. YouTube ist nicht mein Haupteinkommen sozusagen. Eigentlich auch gar nicht, aber... Ja, es ist halt so, das kann ich leider nicht ändern und da kommen ab und zu mal jetzt ein bisschen unregelmäßiger die Folgen. Aber ich versuche es so gut wie möglich regelmäßig zu halten. Wir haben außerdem Posten, muss ich gleich mal reingucken. Boah, wir bremsen echt gut mittlerweile. Das ist aber nicht gut. Ja, wir bauen auch sehr gut ab. Wir haben ein bisschen was geschenkt bekommen, haben wir dankend angenommen. Und damit läuft das hier jetzt wirklich wesentlich besser. Wir kriegen wirklich gut Material. Und Zeugs. Also die baue ich nicht ab, das wäre gemein. Boah, guck mal, der 13.000 haben nie drin. Der kleine Haufen. Sehr skurril, dass das die anderen hier nie abbauen, aber ist halt so, ne? So, Alter. Da ist ja halt Naonit und wir wracken das ja ab. Richtig heftig. Was habe ich denn an Naonit jetzt? Ja gut. Hätte sich auch noch in Grenzen. Also ihr schreibt mir sehr viele Tipps über... Upsa. In den Kommentaren. Ich freue mich immer wieder über Tipps. Also nur keine Scheu. Schreibt gerne was rein. Ich glaube, ich kann auch noch gut Tipps gebrauchen. Bergbau. Unbewaffnete Geschütze und ein Xaonit-Bergbaugeschützturm. Okay, dankeschön. Nehmen wir einfach mal mit. Wer war's? Curry. Viel Spaß beim Buddeln. Bau mehr Energie und Schild an deinen Pott. Oder wie wäre es mit einer Folge, wir bauen ein neues Schiff, dann überlebst du auch länger in der Mitte. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Und dankeschön für den Abbaulaser. Wir können aber jetzt erstmal gucken, ganz kurz. Ja, ein neues Schiff wäre wirklich angebracht. Das ist einfach ein Kraut- und Rübenschiff geworden, ne? Ich finde es ganz witzig. Und ihr könnt euch das dann runterladen. Ich werde es einfach in den Dings hochladen, wenn es soweit fertig ist. Aber wir brauchen wirklich mehr alles, ne? Doppel-Nonit-Abwrack. Bam. Also wir haben wirklich so viel Zeugs, ne? Ich muss immer eine Forschungsstation finden. Xanion, Trinium, mehr Schilde werden immer gut, logisch. Sind aber auch sehr teuer. Hyperraumkern können wir auch noch mehr gebrauchen. So viel habe ich gar nicht, ne? 1000 noch was. 0,2 Sektoren, das ist aber nicht viel. Und wie viel Rechenleistung? 4. 6 plus 6, guck mal. Da passiert gar nichts. Verdammt. Na komm, wir machen ein bisschen Schild dran. Ich habe auch Bock auf Schild. Ja, mehr Energie. Ne, wir machen Energie. Ein Generator. Wir machen 5000er Generator drauf. Ein 5000er Generator ist aber ziemlich groß. Und gibt wirklich viel mehr Rechenleistung. Wo steht's denn jetzt da? Boah, Wahnsinn, ey. Speichern kann er ja genug, ne? Speichern kann er ja genug. Schildgenerator. Warum nicht? Achso, der ist teurer. Es gibt mehr. Wow, fast 10.000 Schild. So, einfach reinklopfen. Es fehlt richtig viel Personal. Ach du Jemine. Gut, das ist ja kein Problem, ne? Wir müssen hier raus aus dem Menü. B. Wir haben hier nichts. Da haben wir Bösewichte. Da haben wir auch nichts. Da haben wir drei Schiffe von irgendwem. Mir fehlt aber auch irgendwie Station, ne? Also ich habe schon ewig keine mehr gefunden. Na, das hier zum Beispiel, das könnte eine sein. Oder eigentlich müsste hier auch was sein, ne? Da. Öl, Solar. Also wir könnten da einstellen, aber das will ich noch nicht. Ich bin Fisch. Einmal gucken, ob wir irgendwo eine Forschungsstation mit bei haben.
Wertstoffhof. Oh, da könnten wir abbauen. Nein. Schiffswerft. Handelsressourcen. Stahl, Gewürzfabrik, blablabla Fabrik. Die mögen mich nicht. Treibstofffabrik. Nochmal eine Treibstofffabrik. Ist gar nicht so einfach hier was zu finden. Vor allem eine Forschungsstation, ne? Also wir erforschen jetzt da oben. Die unendlichen Weiden. Es fehlt halt Personal. Also sehr viel ausgebildetes Personal. Fab. Los geht's. Die grünen Punkte auf der Karte zeigen ja. Stimmt, wir sind im leeren Sektor gesprungen. Dauert immer lange, bis ich im Menü komme. Unbekannte Energiesignatur. Grün. Es könnte, es passt eigentlich auch. Ruins of... Was ist das? So heißt das ja einfach nur, ne? Und da ist nichts drin. Planetare Handelsposten. Handelsposten, Handelsposten, Reparaturdock, Ressourcendock. Habitat. Kupfermine, Kristallmine. Oder Farm. Kristallfarm. Wertstoffhof. Reparaturdock, Schiffswerft. Hier sind Piraten drin. Und drei Schiffe von der demokratischen Avolu-Armee. Ah Gott. Viel. Aber wir sind hier so in Forschung. Hier wird ordentlich entdeckt schon, ne? Boah, dauert das lange, bis wir geladen haben. Da können wir weiter fleißig suchen. Aber das ist halt praktisch, ne? Dass wir immer wissen, wo was gibt. Durch die Fraktion. Was ist denn mit den Forschungsstationen? Existieren die nicht mehr, oder was? Das wird nicht viel bringen da, ne? Also wir haben noch ein paar grüne Blips, die absolut unentdeckt sind. Ist natürlich immer interessanter. Ich muss mein Ding so auf dem Automatisch stellen. Feuerwaffentechnisch sind wir ganz gut aufgestellt. Also wir können ganz schön ballern. Also wir entdecken das jetzt einfach mal, ne? Für die Allianz. Na, wir sind auch schon ziemlich weit unten. Wie machen wir denn hier? Modi. Das Allianzmitglied Modi. Oh, ich hoffe, da können wir jetzt Leute einstellen. Und wir haben die richtigen. Hä? Die Kampfstation der USS Enterprise können durch die sogenannten Autoseparationen vom Hauptschiff abgetrennt werden? Was macht die denn dann? Okay, das ist wahrhaftig äußerst schlecht, das hier. Toll. Es ist alles um uns herum toll, ne? Aber jetzt ist scheiße. Alle um uns herum mögen uns, nur die nicht. Das ist ja wieder mal typisch. Machen wir hier mal ab. Ich glaube nicht, dass... Obwohl... Nein, warum schießt du denn auf den? Das ist doch ein ganz normaler... Wir haben ja die Sekunde. Wenn wir schon Feinde haben hier, ne? Und Zeit. Oh, ich habe die ganze Zeit Gas gegeben. Total dämlich. Was ein Riesending. Klar, er ballert sofort auf mich. So klar, ne? Das wird aber super eng mit den Schilden. Alle ballern auf den, nicht nur ich. Naja, ballert nicht mehr auf mich. Das ist ein neues Ziel. Mann, fliegt doch nicht in mein Feuer rein da hinten. Da fliegen die Raketen. Wollte schon irgendwann sowas kaputt machen. Ja. So einen dicken Kreuzer. Böse. Also, weiß ich nicht. Wow. Und mein automatisches Geschütz, das macht auch automatisch Spaß da. Worauf schießt du denn? Auf die Roten hoffentlich, ne? Boah. Trägerzerstörer. Muss hier wieder weg. Ah, ich habe auch schon berechnet, Blödsinn.
stell mal nicht so an. Wir sind verbündet. Okay, auf Wiedersehen, Welt. Kämpft ihr mal schön. Ich bin weg. Sind wir wieder da? Eine Sekunde. Okay. Ein bisschen kämpfen geht ja immer. Gib mir Schilde. Ich habe jetzt, wie gesagt, 60.000 fast. Aber die Map dauert immer voll lange. Hier können wir einstellen, auf jeden Fall. Zotan-Schiffe. So. Mein Inventar. Forschungsstation, ich will sie haben. Das wird noch dauern, bis wir dürfen. Ich brauche ganz schön viel Personal, ne? Kommandeur, ein Leutnant und ein Unteroffizier. Und wir brauchen anständige Waffensysteme, die so richtig Ramazama machen können. Puh, es ist gerade warm hier wieder in meinem Zimmer, obwohl die Klima läuft. Das ist gegen Nachmittag geht hier immer die Hölle los. So viel fehlt denn noch? Nicht mehr viel Rechenleistung. Das bringt alle nichts. Hab ja nichts mehr. Dann müssen wir unbedingt mal abfahren gehen. Einen Wertstoff vorfinden und dann mal wirklich fett abbauen. Abbauen. Unser Schiff hat auch noch Titandüsen. Ich weiß nicht, ob das die Rechenleistung erhöhen würde, wenn wir. Wo? Schiffe, da. Ja. Sollen wir mal versuchen? Wir haben ja berechnet, ist ja alles gut. Kann nichts passieren. Die Xotan auszuschalten, die haben alle kein Schutzschild. Boah, ist der nah. Ich versuche mich zu nähern. Und Feuer frei. Die haben Schütteln. Scheiße. Ich bin nicht nah genug dran. So, die gehen aber runter wie Butter. Die Laser wirken jetzt auch noch. Was bist denn du jetzt? Boah, guck mal, der will trainieren. Das kleine Ding? Wo sind die anderen? Xotan-Lümmels? Noch weit weg, den könnte ich schon abbauen. Also das nehme ich mit, das ganze Trinium. Kann ich abbauen, verdammt. Achso. Wow. Oh. Guck, wie ich euren Kumpel zerlege. Ihr Lümmel. Eingesammelt. Das ist nicht so einfach, das abbauen. Warum ist das jetzt wieder so friedlich? Hat er mehr Interesse jetzt mit mir zu kämpfen? Oh, ich halte lieber die Klappe. Boah, das geht aber auf die Schilde. Oh, diese komischen Laser, ne? Die sind so stark. Das ist keine Chance, wenn ich dich mal sehen würde. Oh, meine Schilde, meine Schilde, meine Schilde. Ja, dasselbe. Muss weg, außer Reichweite. Oh, sorry. Oh, ist noch einer. Ich kann mich nicht mehr lenken. Boost. Wo sind sie? Die sind erstmal jetzt buff. So, wir stellen Personal ein. Weg sind wir.
Möchtest du auch wohl in deiner eigenen Sprache spielen? Ja, habe ich schon. Wir spielen es in meiner eigenen Sprache. In meiner ganz eigenen Sprache. So, hier sind sie uns doch nicht friedlich. Sondern... gar nicht friedlich? Doch, ganz neutral, oder? Zeig ich mal, du. Gut, Sektor wird von einer Fraktion angegriffen. Ach so! Ja, ist doch kein Angriff, oder? Da, da kommt die böse Fraktion. Hoffentlich kann ich trotzdem handeln. Zeig mal ihr. F. Ja, bla bla, Crew. Der hat nur einen General. Was soll ich mit einem General? Generäle und Captains. Du. Du hast einen Unteroffizier. Du extrem weit entfernter hast, also bist rot. Können eh nicht mit dir handeln. Das haben wir gerade geguckt. Da unten die Fabrik. Auch unten 20. Die haben alle nur Unteroffiziere hier. Ich will keine Unteroffiziere. Ich will auch nicht irgendwelche Hansels dazu. Ja, mit dir geht's ja sowieso nicht. Jetzt kann schon mal los. Und das sind so neutrales Gelb, ne? Misstrauisch. Mit dem möchte ich mir das auch nicht noch verbauen. Dann haben wir hier in der Ecke überhaupt nichts mehr zu lachen. Gucken wir mal hier. Das ist mir zu wild jetzt hier. Na, wir können auch... Was passiert denn, wenn ich hier ohne diesen Personal rumeier? Hm. Den habe ich, glaube ich, noch nicht geguckt. Der hat auf jeden Fall... Oh, guck mal, Leutnant, nehmen wir doch mit. Die sind so weit weg, die haben auch gar kein Interesse. Eh, den habe ich auch noch nicht geguckt. Mein Gott, alle um mich herum. Kommandeur. Wir doggen an. Sanft und ruhig. Dann haben wir die schon mal weg, den... Das hohe Tier! Eine ganze Folge, wir bauen ein neues Schiff, da habe ich irgendwie Bock drauf. So. Und das wird ein richtig schnittiges Ding. Aber das ist jetzt unser Erforschungsding. Okay, erledigt. Könnte ja eine auf hohe Kante noch mit einstellen, aber scheiß drauf. Du warst der Nächste, ne? Turbo. Oh, oh, oh. Muss einmal ganz ran vorbei. Einmal andocken mit 1000 Meter die Sekunde. Puh, das war knapp. Gegenboost. Ich mach mal die Waffensysteme aus. Nur aus Sicherheitsgründen. Nicht, dass wir da aufballern. Jetzt hat sich das erledigt mit unserer Crew. Nicht am Vorbeischießen. Okay, dann nehme ich nochmal einen Unteroffizier, den kann ich den natürlich mündlich einweisen in seinen Job. Schiff, Crew. Unteroffizier. Safe. Ne? Also wir haben einen echten Leutnant genommen. Das ist schon mal eine gute Idee gewesen, glaube ich. So. Dann. Ist das ein gelber Blip gewesen? Ist er. Boost. Gucken wir uns doch den gelben Blip an. Uh-oh. Was ist denn hier los? Ist ja gar nicht übertrieben viel, ne? Kriegen wir eh nicht. Boah, schießen die gut. Eine sehr fortschrittliche Zivilisation.
Wiedersehen. Jetzt muss ich 70 Sekunden warten. Da ist ein Signal. Ich klicke mich selber an. Ein Sender. Ach, guck mal hier das. Ja, ach genau, die Operation Exodus. Schon wieder ganz vergessen. Stehe ich? Ich stehe schon wieder. Stirb! Ah. Schönes Frag. Weißt du, du kommst ja da nix dran hier, ne? An gar nichts. Wieder tausende von Abermilliarden Gegnern da sind. Boah, die haben durch meine Schilde geschossen, sehe ich gerade. Die Lümmel. Da wird ein bisschen schwindelig. Gut, 10 Sekunden noch Wartezeit, dann der nächste gelbe Blip. Personal ist da, wir können einfach nur noch abbauen und Ärger machen. Reparieren mal schön, 2 Sekunden, 1 Sekunde, Boost. So. Schlecht. Die Apostel. Corvette. Na gut, Omikron. Die huldigen hier den Naonit-Block. Eigentlich entferne ich mich ja vom Zentrum, aber ist ja nicht schlimm. Ich will ja Ressourcen sammeln ordentlich. Molly hat die Galaxie verlassen. Schade. Die sind ja nur misstrauisch. Ich weiß nicht, was machen die denn hier? Der heilige Naonit-Block. Den wir abbauen könnten, aber jetzt haben wir irgendwie böse Musik. Aber die greifen mich nicht an, ne? Die lassen mich. Wir fliegen einfach mal da lang. Wie gesagt, jetzt mal so ein Friedhof finden oder sowas. Eine kleine Gruppe Alienschiffe ist aufgetaucht. Aha. Da oben wieder drei. Oh, die ballern schon. Die sind ja nur misstrauisch. Heißt also, wir können uns ein paar Freunde machen, wenn wir die Wartezeit nutzen. Und ein paar Xotans in den Eiern treten. So, langsam. Ich werde langsamer. Der Laser hat eine geringe Reichweite nur. Oh, ich schieße die ganze Zeit daneben. Das Geschütz schießt jetzt mal nach oben. So. Neutral, das ist ein Zotan, ja. Ich weiß nicht, ob wir falsch schon ballern. Fam! Oh, doch, das ist ein Zotan-Schiff. Ich würde nicht einfach den anderen treffen, Mann. Naja, wir sind immer noch misstrauisch, ne? Schlecht. Okay, was warst du? Zeig mal. Das ist doch Farbe verloren. Hier kommt es mir keine Lizenz. Das darf ich einfach so abbauen. Oh, schön. Wieder 5000 Trinium. Ich glaube, Trinium ist sehr groß. Sehr schwer. Nicht sehr groß, sehr schwer. Darf ich mal so schnell zur Arbeit kommen würde, ne? Wie hier geflogen wird. Es wäre zu schade, den nicht abzubauen. Nicht da durch. Du Ola Zotan, du.
So. Berichtet habe ich schon, ne? Nächsten gelben Blip. Da ist noch was Grünes, fast übersehen. Richte dich in Zeitlupe aus, viel zu groß geratenes Schiff. Da war noch ein Zotan, aber ist egal. Wieder ein Laser. Mal gucken, ob wir irgendwie so einen Überlaser mal finden. Papapum. 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 Ja, man lädt nicht so lange. Alles lieb. Also wir könnten mit dem Bergbau-Abbaulaser hier ordentlich abbauen. Ist das Eisen? Ist ja, einen Asteroiden kaufen. Oh, Signal wieder. Wo ist es? Da. Wow. Komme ich nicht dran. Ich weiß nicht, ob da ein Wrack vorbei ist. Ich glaube, es ist ein kleiner Asteroid, ne? Den kann ich gar nicht verkaufen. So. Ganz zart daneben parken. Ja, das schon, könnte groß genug sein. Ich weiß nicht, ist grenzwertig. Ja. Einnehmen. Operation Exodus, okay. Boah. Ah, da ist ein Asteroid im Weg. Denn wir brauchen noch ein bisschen Masse. Da ist er, der Sender. Mit der Koordinaten. Das heißt zu besuchen. Boah, ist ja viel gelb. Irre. Und Boost. Bevor wir gegen Asteroiden knallen. So, Boot-Utilitätsgenerator mit Blöcke und dein Schiff zur Zerstörung bewahren. Soll ich tun? Habe ich schon. Ha. Brocken. Einfach nur ein paar Brocken. Okay, die können mich mal. Ein Friedhof wäre so schön. Hast du schon mal eine Fraktion geschafft hat, alles aufzudecken? Das ist ja schon massiv hier, ne? Also hier oben war zum Beispiel noch keine Sau. Interessant. Obwohl ist ja eh nichts Besonderes da, ne? Hier ist einer gelang gereist, sieht man richtig. Auch hier hat jemand gestartet und seit. Ich bin auf Monitor. Seine Reise begonnen mit diesem Wurmloch. Boah. Einmal nach ganz hinten. Und von dem Zentrum brauchen wir gar nicht sprechen. Das ist wirklich sehr gut besucht worden. Wahnsinn, ne? Gut, 60 Sekunden noch. Alter. Achso, warte mal. Wir haben doch ganz viel Material. Fast 6000. Wir können nochmal Hyperraum kehren. Ich glaube, der wird nicht größer, ne? Wir könnten nochmal... Hangar habe ich noch gar nicht. Ich stehe nicht so auf die kleinen Flieger. Ein paar Düsseln dran machen, damit wir mal ein bisschen mehr Power kriegen. Was gibt das an Rechenleistung? 60. Kostet aber auch ordentlich, ne? Aus den Spiegeln hat mir der Dings erklärt. Das muss gar nicht so synchron aussehen. Das ist völlig in Ordnung. Huh? Das sieht aber blöd aus. Was sind ja Korrekturdüsen? Ja, hier mit der Gittergröße und der Skalierung. Da kann man viel verändern mit. Das hässlichste Schiff aller Zeiten. Was sagt denn die Rechenleistung? 5K! Und wir brauchen ordentlich Personal. Nein, das sieht
scheiße aus. Das sieht allgemein scheiße aus gerade. Gut, wir haben 5K Rechenleistung. Genial. B. Boah. Jetzt sieht es richtig furchtbar aus. Wir brauchen ein neues Schiff. Wir brauchen sowas, ein neues Schiff. Okay, wir brauchen noch ein paar Leute. Auf jeden Fall. Kärtchen. Was könnten wir da jetzt reinsetzen? Zum Beispiel außergewöhnliches Schiff. Blablabla. Neue Waffensysteme. Momentan brauchen wir das nicht. Schild wieder auf und Schild wieder schon. Wäre auch schön. Oh, wir brauchen eine Forschungsstation. Boah. 100.000 Schild. Okay, wo wollten wir hin? Ich weiß nicht, ist ein gelber Blip. Ist noch nicht aufgeladen, das Schild. Ich weiß, und das ist natürlich risikobehaftet, da jetzt lang zu fliegen, aber wir können ja immer Gott sei Dank abhauen. Aber wir brauchen jetzt Personal Neues und dann machen wir dann Poiskin. Ach, das kann doch nicht in Ernst sein, ey. Schild ist schon ein Haufen. Ah, jetzt könnte ich 90 Sekunden hier rumoxidieren. Zu wenig Personal heißt auf... Boah, 8 Torpedos. Also das müssen die unbedingt mal ändern, ne? Das ist zu viel. Das ist einfach zu viel. Du kommst rein und jetzt fliegen auf der Stelle 8 Torpedos in deiner Richtung. Das ist ja doof. Aber die tun wir mal ordentlich aushalten. Kein Problem. Kriegt das nicht. Jetzt brauche ich wieder Energie. Was kriege ich denn nur? Maximal Speed drauf. 3000, oh, dann ist die Energie aufgeputzt. Also wir verbrauchen mehr als wir... Boah. Ich glaube, ich kann nicht bauen, wenn wir angeschlagen sind. Wir sind aber nicht angeschlagen. Hyperraumkern, Generator. Nochmal 1500er Generator dran. Oder 1400er knapp. Schön da rein. Verstecken. Wir erzeugen aber auch wirklich gut. Jetzt kann ich nie abspielen, nicht im Kampf. Und wir sind weg aus diesem übertriebenen Sektor. Bibaboom. Bibaboom. Diddle-daddle-doodle-dee. Achso, habe ich gesehen. Interessant, interessant. So, jetzt hätten wir natürlich die Möglichkeit, auch noch mehr Bergbau drauf zu packen. Zeige ich mal ganz kurz hier oben. Na, wir könnten auch das Schild verschlechtern wieder und dafür mehr. Da ist das Bergbaugeschütz noch mit drauf, aber irgendwie habe ich jetzt keine Lust. Ich komme zu euch. Wir brauchen Personal. Wenn ich jetzt wieder Bergbau austausche, dann ist das immer nervig. Das sind unsere extrem Doppelxalien. Boah. Einfach zu gut. Und der ist nicht so gut. Aber den darf ich ja gar nicht hier draufsetzen, fällt mir gerade ein. Hä? Achso, hab mich schon erschrocken. Bergbaugeschützturm. Now need? Achso. Xanion, Bergbau. Komisch. Der macht eine 76er. Boah. Der macht halt mehr Schaden, ne? Aber das ist noch ein Abwrack. Den haben wir, glaube ich, geschenkt bekommen. Ne? Den darf ich ja gar nicht draufsetzen auf den Block. Logisch. Der ist ja... Ach doch. Xanion kommt vor... Xanion. Es ist Xanion. Heldenhaft. Heldenhaft. So, gut. 4.
4 ist am Bergbau. Xanion ist nach Trinium, okay. Das nächste wäre Ogonit. Oh, wir sind da kaputt gegangen. Da schwirrt etwas bunte Masse rum. Ist ja kein Spieler gewesen, ne? Nee. Ich glaube nicht. Ich kann es nicht lesen mehr. Mann. Kärtchen. Ja, so gut. Das hat ein Frachter, der kaputt gegangen ist. Wahrscheinlich von irgendwelchen Banditen angegriffen worden. Elektronische Ladung gehalten, okay. Eine Maschine, Gewehrgeschütze. Was? Hau doch ab da jetzt. Das kannst du auch ankreuzen, das bringt nichts. Es wird immer wieder auftauchen. Das sieht aus, als ob er wieder viel Energie fressen würde. Ja, viel ist es ja nicht, ne? Bleib stehen. Nicht so schnell. Obwohl, perfekt. Perfekter kleiner Anflug. Na, wir gehen kaputt, ne? Sehe ich gerade, weil uns das Personal fehlt. Scheiße. Boah. Alter. Dann brauchst du ja schnell ab, als du gucken kannst. Wir brauchen Personal. Wir brauchen Personal. Wir brauchen Personal. Kümmere ich mich drum. Haben wir schon berechnet? Haben wir schon berechnet, ne? Denn unser Schiff zerfällt, wenn es nicht repariert wird. Boah, wie viel bekommen jetzt, ey? Vor allem diese Baumenschen, die sind wichtig, die die ganze Zeit mit Hämmer vor irgendwelche Sachen hauen, damit sie nicht kaputt gehen. Ich glaube, wir fliegen jetzt so eine, ne? Wo ich eventuell einstellen kann. So. Na, guck mal. Direkt davor. Jawohl, er hat schon mal die richtigen da. Ich deaktiviere schon mal irgendwie meine Dinger. Einfache Lieferung. Ach so, ich habe ganz vergessen, die Mission. War vor x Jahre angenommen. Hat auch die Hammerkeuler, Schwinger da? Ich weiß es nicht. Vergessen. Ganz entspannt andocken, ne? Mein Schiff geht kaputt. Hilfe! Mein Schiffchen geht kaputt. Darf ich denn da andocken? Wir können es ja trotzdem Feinde machen, wenn wir die rammen. So, die müssen ja rüberlaufen können, sonst wird das ja keinen Sinn ergeben. Ja klar, Hammerschwinger sind da. Jetzt sind noch ein paar Hammerschwinger dabei. Nur Sicherheitsgründe. Und nochmal drei. Was bist du? Kanoniere, Toyoma. 6 mit einstellen. Und nochmal 10, ja sagen wir mal 15 Leute so. Die wirklich Freizeit haben jetzt auf meinem Schiffchen. Die haben komplett Pause, die brauchen nichts machen. Bin halt ein guter Captain. Ein Bilderbuch-Captain sozusagen. Was befehlt noch ein... Ach ja, gut. Ein Unteroffizier. Den kriegen wir noch so hin. Wieder mal eine mündliche Einweisung in den Job des Unteroffiziers. Oh, das sind aber ein paar Unteroffiziere gewesen. Ah, so kleine Popel vorkommen. Gib mir mal so einen dicken, fetten Brocken hier, ey. Schiff? Achso, ich hab mich da selber angeguckt. Wo man so mal richtig Trinium abbauen kann. Bumm. So. Dann können wir auch wieder einen gelben Blip uns angucken. Das ist der letzte gelbe Blip. Wir haben Personal eingestellt. Und dann machen wir ein kurzes Päuschen bis zum nächsten Tag. Und genießen dann nochmal so ein bisschen die Weiten des Universums. Überlege mir, ob wir ein neues Schiff bauen wollen. Finde ich ja schon eine geile Idee, weil das hier ist ja echt jetzt, es ist halt so entstanden, so wie es ist, ne? Ich kann da nichts Gutes zu sagen, leider. Oh, wie viele Torpedos? Echt 4 Stück.
Treffer, Treffer. Es ist immer so übertrieben viel, ne? Guck mal, was für ein riesiges Wrack, ey. Ja. Vorbei. Oh. Ja, meine Schilde. Boah, halten aber aus. 100.000 Schild, hallo? Aber wir brauchen immer noch Energie. Das ist doch Wahnsinn. Also wir müssen richtig viel mehr Energie produzieren. Ja, wie weit seid ihr jetzt weg? 40 Kilometer. Okay, ich reise in einen sicheren gelben Blip. Natürlich nicht. Gucken wir, ob ich da noch ein bisschen Energie... Krass, ey. Wie soll man das denn alles irgendwie managen? So viel Energie produzieren? 18 Gigawatt mehr. Das sieht aber schon fast so gut aus, oder? Bisschen gerade soll es schon sein. So. Boah, was ein Puzzle, ey. Das ist, wenn das auseinanderbaust, kriegst du nie wieder zusammen. Wir produzieren 92 Gigawatt. Das ist auf jeden Fall genug, um, ich glaube, nicht mehr in diese Reserve reinzukommen. Also, ich glaube, 86 haben wir gerade verbraucht. Das tun wir eigentlich für alle Triebwerke genug herstellen. Ja, jetzt kommt er wieder an seine Grenze, oder? Also ich beschleunige die ganze Zeit. 3,6 ist Maximalspeed. Funktioniert. Mehr Energie für Timmer. Warte mal, voll süchtig, ne? Noch ein Blip, noch ein Blip, noch ein Blip. Didedi. Didedi. Oder wir bauen ein riesiges Gerüst um unser Schiff rum. Was ist das? Das sind aber nicht viele. Na doch, es sind wieder überall Versteilte. Versteilte. Einen nehmen wir mit in den Tod und dann machen wir Feierabend. Also wenn du den mit abwrackst gleichzeitig, dann kriegt er doch richtig einen auf den Sack, oder? Was mir noch fehlt, sind gute Waffensysteme. Also da habe ich wirklich noch, da bin ich echt schlapp. Könnt ihr mir welche nehmen, aber ich will nicht einfach klauen. Was heißt klauen, ist es ja nicht. Was brauchst du, was bist du denn nur, Alter? Titan? Hast du dich verflogen oder was? Na. Wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Oh. Ich kann die Aufnahme nicht stoppen. Super skurril. Dann manuell.